Also eine Strategie, die ich meinen Patienten gerne mitgebe, ist wahrscheinlich wirklich 80% als Lösung übers Leben nachdenken und 20% messen wir Parameter, die auch fürs Leben notwendig sind, und damit, glaube ich, fährt man es nicht gut. Ich kenne die Story dahinter nicht, ich habe nur einen Podcast mit ihm und dem Cameron Haynes gesehen. Genau, ja, there we go, der war ja vor kurzem. Das ist ein cooler Typ, ja. Kannst du den der davor schon? Ja, genau. Ich habe ihn gar nicht gekannt davor. Ja, das ist ein wirklich cooler Typ. Ziemlich crazy. Also, ja, verrückt. Ja. Weil der irgendwie auch jeden Tag irgendwie einen Halbmarathon oder Marathon läuft oder so. Er hat gemeint, wie viele Meilen er jeden Tag, er hat gesagt, mindestens 10 Meilen jeden Tag, oder? Also wenn er roundabout 14, 15, 16 Kilometer. Nein, ich glaube, ja, 10 Meilen sind 16 Kilometer. Ich glaube, dass der mindestens einen Halbmarathon läuft, und in seinem Podcast auch erzählt hat, dass er, wenn er aus beruflichen Gründen, er war früher Angestellter und hat einen relativ einfachen Beruf gehabt, wenn er aus beruflichen Gründen nicht zum Laufen nach dem Beruf kam, dann hat er es davor gemacht und ist irgendwie von 4 bis 6 in der Früh 20 Kilometer laufen gegangen. Es gibt solche Leute, oder? So wie dieser Goggins, den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Der wirklich sagt, es ist egal, ob er Corona hat oder halb tot im Bett liegt, er läuft seinen Halbmarathon jeden Tag. Ja. Wo wir wieder bei dem Thema der Balance sind, oder? Weil einerseits, wow, was für ein Mindset, und die Leute sagen, wir verneigen uns und toll, toll. Ja. Und andererseits aber, hey, bisschen smart, oder? Also, wenn du halbkrank im Bett liegst, du kannst es dir vielleicht leisten, weißt du, weil deine Genetik so besonders ist. Aber was ist mit den 15 anderen oder 50 oder 100.000 anderen, denen du das sagst und denen es dann nicht so gut geht? Also, ja, das ist halt wahrscheinlich das Verfolgen von Fleiß und Disziplin und Konsequenz und so. Und damit fühlen sich die Leute dann wahrscheinlich auch sehr wohl, wenn sie immer in ihrem Schema bleiben. Also, du hast den Haynes schon vorher gekannt, vor dem beim Index jetzt. Okay. Und positiv auch, also. Ja, finde ich, ist ein cooler Typ. Okay. Das Buch habe ich mir angehört, das ist entbehrlich. Okay. Ich meine, nicht jeder muss ein Buch schreiben. Nein. Das fand ich jetzt nicht so. Und nicht jeder schreibt Buch, es gibt genug Ghostwriter da draußen. Also. Nicht so toll, ja, aber ich finde den Typen irrsinnig cool. Ja. Mhm. Spannender Kerl. Was sagst du zum Thema, weil eben, ja, sein Kernding ist ja, glaube ich, Archery, oder? Also Bogenschießen, genau. Jagen und so weiter. Ja. Wie stehst du dazu? Weil das ist ja momentan auch ein großer Trend, wenn ich jetzt an die Joe Rogans, Supermans, bla bla bla, die ja alle so, ja, selber jagen und zwar im besten Fall auch noch nur mit den Bare Hands oder eben mit dem Bogen und das gute Wildfleisch und so. Ich kann es verstehen, es ist wahrscheinlich sehr nährstoffdicht und so weiter, aber es ist ja ein riesiger, fast schon Hype, der da in dieser Szene herumfleucht. Ja, ich glaube, das wird sehr kontrovers diskutiert. Ich finde es an und für sich ja noch die fairste und ehrlichste Art, wenn es eine faire und ehrliche Art des Tiere-Tötens gibt, dann ist das sozusagen mit dem Bogen und in der Natur. Und was diese Jäger ja alle betonen, dass sie wirklich das Tier dann selber zerlegen und auch wirklich alles davon verwerten. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt damit leben kann, Tiere zu töten, was ich persönlich könnte, was ich nicht tue, aber könnte, indirekt tue, durchs Fleisch essen, dann finde ich das eigentlich eine gerade Sache und würde das durchaus befürworten. Kannst du mir auch gut vorstellen, und es ist ja auch kein, also vegan, vegetarisch, die ethische Komponente muss man sowieso oft außen vor lassen, oder? Ich glaube, wir hatten das vielleicht schon mal, aber sobald du Massentierhaltung ins Bild reinholst, ist eigentlich die rote Linie überschritten. Absolut, weil man einfach sagen muss, wir reden hier von bewussten Lebewesen, die ziemlich sicher genauso Emotionen empfinden wie wir. Mm. Und die in diesen Bedingungen zu halten, kann keine, das geht unfassbar, einfach nicht, oder? Ja. Das kann man eigentlich nicht bringen. Ja? Unfassbar. Ich finde es auch fürchterlich, und da blutet mir jedes Mal das Herz, wie Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, wenn man irgendwie am Abend eines Tages oder am Wochenende durch die Supermärkte geht, wie viele 25% oder 50% Pickel auf den Fleischprodukten kleben. Ja, und ich bin dann immer echt geneigt dazu, den halben Laden aufzukaufen mit der Idee, Hauptsache es wird nicht weggeworfen. Ja, das finde ich ganz schwierig, sterben. Es ist ein Wahnsinn. Das meine ich ja, diese Tiere, die dann weggeworfen diesen werden. Diesen Aspekt muss man aus seinem Kopf rausbringen, wenn man überhaupt darüber reden will, vegetarisch, vegan, omnivor, carnivor. Mhm. Aber abgesehen eben davon, rein so von der Nährstoffkomponente, mein Stand ist immer noch, Fleisch ist grundsätzlich unglaublich nährstoffreich. Absolut. Und es gibt schon einen Grund, warum wir das in unserer omnivoren Ernährung haben. Absolut. Ja. Also wenn man, wäre ich auch oft gefragt, wenn man
damit leben kann, dass ein Tier für einen stirbt, dann sollte man Fleisch nicht aus seiner Ernährung ausschließen. Also ich bin Fleischfan, natürlich in Maßen, eh klar. Ja. Und das, was der Durchschnittsösterreicher an Fleisch konsumiert, ist sicherlich nicht gesundheitsförderlich. Mhm. Auch diese Carnivore-Diäten finde ich nicht gut. Wäre meine nächste Frage gewesen, die Richtung ist auch ein Hype schon wieder. Den man also und manch Individuen mag das auch gut tun, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es für den Durchschnittsmenschen nicht förderlich ist, sich ausschließlich von Fleisch zu ernähren oder auch gar die Mengen an Fleisch zu essen, die im Rahmen seiner Diät gegessen werden. Das Gegenteil, das ich halt sehe, und das, da berate ich auch immer relativ nüchtern in der Praxis, ist, dass Frauen, die kommen, sagen, sie ernähren sich vegetarisch oder vegan und fragen mich dann, ob sie das jetzt so machen sollen oder nicht. Dann sage ich, naja, es gibt jetzt im Grunde keinen Grund, die vegane oder vegetarische Ernährung zu beenden, im Speziellen, wenn man das aus ethischen Gründen macht. Aber man muss halt wissen, dass der Veganerin oder auch der Vegetarierin das ein oder andere fehlen könnte. Thema Eisen oder andere Mikronährstoffe. Und wenn man das so gestalten möchte, dann sollte man einfach messen und schauen, okay, fehlt mir irgendwas durch die einseitige Ernährung? Einseitig ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist halt eine spezielle Richtung. Wir sind halt eine omnivore Spezies, oder? Und in dem Moment, wo man eine ganze Nahrungsmittelgruppe entfernt, ist halt einmal etwas nicht da, oder? Ja. Etwas, was unser Organismus erwarten würde, ist erst einmal nicht da. Ja, das kann man, glaube ich, gut kompensieren, aber man braucht ein gewisses Wissen und man sollte immer wieder mal messen und man sollte sich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigen. Ja. Und wenn man das tut, dann kann man ganz klar sagen, nicht jede Vegetarierin oder jeder Vegetarier oder Veganerin oder Veganer muss irgendwelche Mängel erleiden. Das muss nicht sein, aber das kann halt sein. Und um diese Risiken zu minimieren oder auszuschließen, sollte man sich wirklich mit diesem Thema auskennen. Ja, ich sage das auch, also wenn Leute mich fragen, meine eher laienhafte Meinung, aber es geht natürlich in die gleiche Richtung, ist auch, irgendeinen Preis zahlt man immer. Und den Preis für diese einseitige Ernährung, das ist halt einseitiger als omnivor. Wenn du sagst, omnivor ist alles, dann ist es per Definition einseitiger. Und es kann, wie du sagst, super funktionieren. Es gibt ja genug Beispiele, auch von Hochleistungsathleten. Aber einer der Preise, den du zahlst, ist mehr Planung. Mehr Achtsamkeit, mehr Planung. Was ja dann aber oft wieder auch ein Vorteil sein kann, oder? Absolut. Weil für manche Leute bedeutet diese mehr Achtsamkeit jetzt einmal eine Auseinandersetzung damit, was ich eigentlich esse und nicht esse. Genau, ich würde das überhaupt nicht negativ sehen. Ja. Also ich würde das auch nicht als Preis bezahlen. Benennen, sondern das ist eigentlich was einen in die richtige Richtung lenkt und leitet. Ja, und auch wenn du Fleisch isst, dann musst du halt wissen, dass jedes verarbeitete Fleisch wahrscheinlich ungesund ist. Also auch da sollte man, wenn du Fleisch isst, sich gut überlegen und sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin zum Beispiel krampfhaft auf der Suche nach Jägern und Jägerinnen. Und habe mittlerweile schon 3 Patientinnen, die entweder selber jagen oder deren Männer Jäger sind. Okay. Und die beknie ich dann immer, dass sie, sobald sie irgendwo auch nur ein Stück Fleisch über haben, mir das zukommen lassen. Tipp für alle da draußen, der sehr ausgebuchte Dr. Matthä, er würde euch noch aufnehmen, wenn ihr vielleicht eine kleine Privatjagd damit hat man einen Stein bei mir im Brett. Ja. Weil ich einfach ein viel besseres Gefühl dabei habe, nicht nur was die Tötung des Tieres angeht, sondern auch was den Konsum des Fleisches angeht. Ich finde das einfach großartig und wir haben wirklich vieles geändert in den letzten Jahren. Wir, heißt meine Familie und ich, im Sinne von wir essen nur noch Biofleisch und im Idealfall überwiegend eben frisch geschossenes vom Jäger. Und wer das kann, das kann es natürlich nicht jeder machen und Biofleisch ist auch extrem teuer. Auf der anderen Seite limitiert es dann halt wieder im Konsumverhalten, was ja auch okay ist. Ja. Dann kaufe ich mir halt nicht dreimal die Woche irgendein Standardfleisch, sondern einmal die Woche ein Biofleisch. Und so handhaben wir es, aber auch erst seit 4-5 Jahren. Also noch nicht so lange. Was hat dann den Umschwung gebracht oder das Umdenken? Ein permanentes Beschäftigen mit dem Thema Ernährung. Ja, also, du liest ja mittlerweile wirklich an allen Ecken und Enden. Und da kann ich eine kurze Geschichte dazu erzählen. Und ich habe auch nicht alles am Radar, obwohl ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, auch beruflich damit beschäftige, aber auch aus Interesse. Da gab es von Foodwatch einen Bericht über eine Salzmühle. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Salzmühle, die aus Glas war. Also wir reden von diesen Tischsalzmühlen, mit denen wir unser Essen, Fertigmühle, die du im Supermarkt aber kaufst. Okay. Also hast nicht selbst befüllt, sondern die war fertig. Aber aus Glas, die ich zufälligerweise wenige Tage, bevor ich das gelesen habe, gekauft hatte. Ja. Zufällig aber. Und da wurde untersucht, diese Mühle hat ein Plastikmahlwerk.
das siehst du nicht von außen. Ja. Daran denkst du auch nicht. Ja. Und da hat Foodwatch sich angeschaut, wie viel an Plastikteilchen durch das Mahlen des Salzes, durch das Plastikmahlwerk ins Essen gelangt. Mhm. Und das sind unfassbar mehr Teilchen, als wenn du ein Mahlwerk benutzt, das nicht aus Kunststoff oder Plastik ist. Ja? Und solche Dinge hast du einfach nicht am Radar. Ja? Ja. Da musst du einfach permanent dazu lernen. Das war einer der letzten Punkte, über die wir letztes Mal geredet haben, diese Mikroplastikgeschichte, wie das einfach zunimmt und zunimmt, dass wir uns noch nicht 100% sicher sein können, was genau die Auswirkungen sind, dass aber vieles dafür spricht, dass es irgendwelche Auswirkungen haben wird und das auch ein Sicherheit. Großes Fragezeichen ist. Mit Sicherheit. Ja. Und da ist eben sozusagen jeder Laie gut beraten, sich so intensiv wie nur irgendwie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sozusagen jetzt, das, um das überzudramatisieren, Gefahren einfach überall lauern. Mhm. Ja? Du schaust dir diese Mühle an und denkst, okay, die ist aus Glas, da sind wir relativ safe und vergisst Glas ist aber, auch gleich Premium, Qualität, Sicherheit. Ist ja auch sinnvoll, ja, Fall, dass, man das, dass man daran denkt. Und dann denkst du halt nicht dran, dass die ein Plastikmahlwerk hat. Ja? Und so ist das eben über die Jahre entstanden, wo man halt immer mehr Informationen erhalten hat über Details, die kriegt man ja immer wieder mit, der Viehzucht und der Tierhaltung und der Art und Weise, wie die getötet werden oder wie die ernährt werden. Und deswegen bin ich immer mehr von diesem Thema Fleischkonsum aus dem Supermarkt oder gar aus dem Discounter abgekommen. Mhm. Bei euch war es ein Beschäftigen damit, ein bewusster Prozess. Bei mir ist das irgendwie auch passiert, nur komplett unterbewusst. Mhm. Ich habe einfach, als ich das erste Mal von daheim ausgezogen bin, aufgehört, Fleisch zu konsumieren, einfach weil ich es mir gar nicht gekauft habe. Mhm. Mein Griff ging nicht hin. Mhm. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich mal darüber reflektiert und mir gedacht, warum eigentlich? Es ist ja keine bewusste Entscheidung. Ja. Und dann bin ich auch zum Entschluss gekommen, immer wenn ich so Bilder, Footage gesehen habe von diesen Massentierhaltungsbetrieben, das war gar nicht in meinem bewussten Verstand, es war irgendwo tief in mir drin, das hat so eine Abneigung in mir ausgelöst, so ein Gefühl von kaum beschreibbar, dass anscheinend unterbewusst ich immer nicht zum Fleisch gegriffen habe. Ich finde, das Bauchgefühl ist interessant und auch kein schlechtes. Ja? Wir fragen auch oft Patienten, die sagen, naja, irgendwie vom Bauchgefühl her möchte ich das nicht. Und dann sage ich immer, ja, wenn das ihr Bauchgefühl ist, auch wenn wir es jetzt nicht rational begründen können, folgen sie ihrem Bauchgefühl. Ja. Und wenn das in 5 oder 10 Jahren mal anders ist bei dir, dann ist es anders. Mhm. Dann ist es auch okay. Haben wir auch letztes Mal viel genau darüber geredet, dass du auch gemeint hast, nur weil etwas in einer Phase des Lebens funktioniert hat, heißt es nicht, dass es 10, 20 Jahre später auch noch funktioniert. Der Körper wandelt sich, dass wir aber einen sehr guten Kompass-Sensor in uns tragen grundsätzlich, der uns schon immer wieder Zeichen gibt, hey, davon mehr, davon weniger, eben dieses Bauchgefühl, was ich dich, glaube ich, letztes Mal nicht gefragt habe. Und das ist eine Sache, mit der ich selber viel kämpfe, als jemand, der Athleten coacht, der Athleten dementsprechend auch ernährungsmäßig ein bisschen berät. Also wir als Coaches sind ja fast schon, wir grenzen ja schon an Therapeuten. Und wir sagen, wir wollen das Leben eines einzelnen Individuums zum Besseren wenden. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich muss hier ein bisschen ausholen, wenn du zum Beispiel Psychotherapeuten fragst, gute Psychotherapeuten sagen dir, es ist so schnell erkannt, was bei einer Person nicht richtig läuft. Und es ist fast gleich schnell erkannt, was man jetzt tun müsste, um es zum Besseren zu wenden. Aber die Leute tun es nicht, wenn man ihnen sagen. Du musst sie irgendwie drauf bringen oder eben du musst sie schulen, auf dieses innere Gefühl zu hören. So, hast Tag ein, Tag aus Patienten jetzt da und siehst deren Blutwert und du siehst denen ins Gesicht und du hast ja schon ein Gespür für Menschen. Du kannst wahrscheinlich super schnell gleich einmal, du kannst super schnell spüren und herausfinden, was da jetzt passt und nicht passt nach einem kurzen Gespräch. Aber was ist für dich, was hast du nach all den Jahren herausgefunden, was ist der beste Ansatz, dass du das den Leuten tatsächlich mitgibst? Also, oder wie hilfst du ihnen, auf ihr Bauchgefühl zu hören? Weißt du? Was kannst du ihnen sagen? Oder? Also bestehende Patienten haben natürlich ein gewisses Vertrauen zu mir und meiner Person, was einen Vorteil bringt, weil dadurch die Meinung einfach mehr Gewicht hat. Bei neuen Patienten ist es sicherlich schwieriger. Was manchen hilft und manche auch sagen, ist das Veranschaulichen von gewissen Situationen, aktuellen Situationen, das heißt, einen Befund zu zeigen, wo man jetzt als banales Beispiel nicht nur sagt, iss weniger fette tierische Produkte zum Beispiel, weil die könnten deinen Cholesterinspiegel negativ beeinflussen, sondern wenn du das sozusagen am Befund zeigen kannst, ja, und sagen kannst, okay, schau, pass auf, das Cholesterin ist einfach zu hoch, da sollten wir was ändern. Und man muss, finde ich, so versuche ich es zumindest, ja, eine gute Mischung finden zwischen Motivation
und ganz, ganz wenig, und da darf man auf keinen Fall zu viel verwenden, an erhobenem Zeigefinger oder gar Angst machen. Ja. Das heißt, du musst oder solltest, finde ich, als Arzt eine gute Mischung finden zwischen, wir haben da ein Problem, man kann das Problem lösen, man sollte das Problem ernst nehmen, man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren. Das heißt, oft wird was für die bagatellisiert, ja, und ja, ist jetzt nicht so schlimm und ist halt der Schnitzel. So. Und ich versuche da immer eine ganz gute Mischung zu finden, ohne Angst zu machen, trotzdem zu sagen, okay, pass auf, wir sollten das ändern, weil da geht es um deine Gesundheit. Und am Ende des Tages immer versuchen zu motivieren und natürlich die positiven Dinge hervorzuheben, die damit einhergehen. Das Skurrile an Arzt-Patienten-Gesprächen oder an der Situation bei uns Menschen ist, dass wir unabhängig davon, dass zum Beispiel, um beim Thema zu bleiben, ein zu hohes Cholesterin nicht wehtut. Ja, und wenn du es nicht wehtut, ist es der Leidensdruck ein ganz anderer, wie wenn du Rückenschmerzen hast. Ja. Leidensdruck ist einer der Hauptfaktoren, ob Leute jetzt was ändern. Das ist schon mal ein Problemthema. Und, oder auch ähnlich bei Rauchern. Ja, ich beknie und investiere wirklich viel Zeit bei Rauchern in diese Thematik, obwohl ich jetzt kein Psychotherapeut bin und auch kein Lungenfacharzt, dem das Rauchen vielleicht noch wichtiger ist. Investiere viel Zeit in diese Thematik. Und skurrilerweise, weder der, der raucht, noch der, der das hohe Cholesterin hat über Jahre, glaubt dran, dass es ihn selber treffen wird. Mhm. Ja. Ja, das heißt, wir Menschen haben offensichtlich einen inneren Schutzmechanismus, der uns so primet vom Gedankengut her, ja, ich weiß, nicht optimal, aber mich wird es nicht treffen. Ja. Ja. Und das sozusagen zu visualisieren und den Leuten klarzumachen, ja, es trifft aber nicht wenige Raucher und es trifft nicht wenige mit schlechten Blutfett- oder Cholesterinspiegeln in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Das ist halt, glaube ich, eine wichtige Botschaft, dass du wirklich auch von der Arztseite her sagst, pass auf, ja, da muss nichts passieren, aber das ist ein wichtiges Thema. Und da muss man eine ganz gute Mischung finden und am Ende des Gesprächs eben dem Patienten immer das Gefühl vermitteln, sage ich auch oft so, ich bin auf ihrer Seite. Ja, weil oft sehen die Leute dich dann als Gegner sozusagen, und der will mir jetzt das Leben vermiesen in dem, was er mir sagt, und sagt, nein, ich bin da, um ihre Gesundheit zu schützen und ihnen zu helfen. Ich bin auf ihrer Seite. Muss meine Vertrauensbasis aufbauen. So. Ja. Wir sind hier ein Team und ich höre auch auf sie, ich höre auch auf dich, obwohl du mir was sagst, was mir jetzt gerade unrecht ist, aber ich bin ehrlich überzeugt davon, dass du mein Bestes willst. Und genau. Und das ist, wenn man was Negatives hört, oft schwer gut einzuordnen. Und deswegen sage ich das immer ganz bewusst, alles, was ich gesagt habe, alles, was wir machen, ist zu ihrem Wohl. Und das Einzige, was ich möchte, ist, dass sie lange gesund bleiben und ein gutes Leben führen. Punkt aus. Und da müssen wir halt schauen, was wir für eine Kompromisslösung wir finden müssen. Wie machst du es bei dir selber? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, also ich habe diesen inneren Kompass, ich habe dieses Bauchgefühl und das ist nichts Konkretes. Das ist leider keine Vitalstoffanalyse, wo ein Balken mit einer Zahl da steht. Ja. Das sind so implizite kleine Dinge. Und ich weiß selber aus Erfahrung, dass wenn ich mal länger nicht darauf höre, dass ich mir immer schwerer tue, darauf zu hören. Und wenn ich mich aber am Riemen reißt, quasi diszipliniert bin und sage, okay, da ist jetzt was, was ist da? Ein bisschen Achtsamkeit walten lassen, drauf hören. Und dann auch manchmal diesen Leap of Faith gehe, dementsprechend zu handeln, dann wird es besser. Also, und wir haben ja schon geklärt, dass Bauchgefühl nicht nur ein Wischiwaschi irgendwas ist, sondern wahrscheinlich eine Myriade von sensorischen Informationen, die unser Körper halt hat und was auch immer sonst, die uns Hinweise geben, was uns gut tut und was nicht. Wie praktizierst du das bei dir selber? Weißt du, was ich meine? Also, du wirst ja auch oft Empfindungen haben, boah, das ist jetzt vielleicht nicht gut für mich, aber du würdest es unglaublich gerne machen. Vielleicht was essen oder einen gewissen Sport und so. Hast du so eine Praxis, da das zu schulen, dein eigenes Bauchgefühl? Also ich glaube, dass sich der Mensch, wenn er selbst reflektiert lebt, und das tue ich immer mehr mit dem Alter, dass du dich ja immer besser kennenlernst. Ja, und du bist jetzt viel, viel jünger als ich, dass du in deinem Alter noch nicht so sehr in dich reinhörst und dich vielleicht auch noch nicht so gut kennst, wie ich das in meinem Alter tue, ist, glaube ich, ganz normal. Und ist auch ganz okay, weil dein Körper in deinem Alter viel mehr verzeiht als mein Körper in meinem Alter. Und das wirst du auch noch erleben. Ja? Das ist tatsächlich so. Und das merken alle, die so auf die 50 zugehen oder 50 sind oder vielleicht sogar auf die 60 zugehen, die merken, okay, pass auf, es ist ratsam, sich mehr um sich selber zu kümmern. Und das heißt, du kriegst einfach mit der Zeit heraus,
was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mhm. Perfektionismus im Lebensstil ist weder notwendig noch möglich, glaube ich. Ja. Und so praktiziere ich es auch. Das heißt, es gibt immer wieder Dinge, von denen ich weiß, und da geht es bei mir oft auch um ein Abwiegen. Ich nenne dir ein Beispiel. Mhm. Rotwein. Ich liebe Rotwein. Ich vertrage Rotwein schlecht, weil ich ein Histamin-Thema habe. Das heißt, ich merke eigentlich, dass ich, wenn ich auch nur ein Achtel Rotwein trinke, und viel mehr ist es selten, dass ich am nächsten Tag ein bisschen müder bin, ne, mich nicht ganz so energetisch fühle, vielleicht auch mal schlechter schlafe. Das heißt, das hat eine gewisse Auswirkung auf meine Befindlichkeit. Manchmal habe ich aber so viel Lust drauf. Mhm. Und das empfehle ich dann auch oft Patienten. Wenn du sozusagen, wenn dir eine Sache, egal wie ungesund sie sein mag, ja, mhm. im gewissen Rahmen zumindest, so viel Freude bereitet, mhm. Dann kannst du sozusagen auch das Wissen des Ungesunden ruhig mal in Kauf nehmen. Ja, ja. Weil es vielleicht tatsächlich physiologische Benefits für dich haben könnte, einfach diese pure Freude zu empfinden. Vielleicht, wenn es noch wie ein Glas Rotwein auch noch, wahrscheinlich oft mit Company, mit einer, also du setzt dich mit jemandem hin vielleicht und trinkst ein Glas mit Rotwein. Mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Den gesellschaftlichen Aspekt. Ja. Genau. Und selbst wenn das nicht so wäre, dann meine ich, wenn sich das in einem Rahmen verhält, der gesundheitlich vertretbar ist, dass man das wirklich überdenken sollte und das nicht zu strikt handhabt, indem man sagt, okay, pass auf, alles mit Zucker wird verbannt, obwohl ich eigentlich, weiß ich nicht, Donuts liebe. Ja, und wann immer ich einen Donut esse oder ihn sehe, geht mir das Herz auf. Ja. Und so will ich es handhaben. Ansonsten bin ich selber schon sehr diszipliniert und haben natürlich auch einen beanspruchenden Lebensalltag, der sozusagen eine gewisse Fitness erfordert. Ja? Und dementsprechend sollte ich mir auch nicht zu viele Fehler leisten. Das ist aber für mich okay. Und der Mensch ist ja so veranlagt, dass er sozusagen in seinem Rhythmus, in seinem konkreten Tagesablauf mit seinen gewohnten Abläufen sich sehr, sehr wohl fühlt. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile so, dass ich mich mit dem, was ich tue, sehr, sehr wohl fühle, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, auf viele Dinge zu verzichten, obwohl ich auf viele Dinge verzichte. Also ich glaube, eines der mächtigsten Dinge, ein generell gesundes Leben zu führen, ist, Sachen willentlich und bewusst zu machen. Also in der Psychologie gibt es das Konzept der Self-Determination Theory. Und die sagt ja, es gibt drei Hauptaspekte, die ein gutes, glückliches Leben ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich alle aufzählen kann. Agency. Also Competency, ich habe das Gefühl, ich kann etwas. Mhm. Ich habe Fähigkeiten, die ich in die Welt bringen kann, die mir und meinem Umfeld gut tun. Und dann eben Agency, zu sagen, ich bin Herr meines Handelns. Mhm. Ich habe ein Mitspracherecht, was ich tue und nicht tue. Mhm. Und es geht ja Hand in Hand mit dem, was du sagst. Du hast dich für einen gewissen Lebensstil entschieden oder er ist halt gekommen. Familie, sportlich aktiv, beruflich extrem dabei. Und dafür brauchst du ein gewisses Level an Gesundheit. Du kennst deinen Körper und das hast du dir ausgesucht, oder was heißt ausgesucht, aber das ist, wie es ist. Vieles davon hast du dir ausgesucht. Mhm. Und dann ist es einfach ein Okay, jetzt ist es so, wie es ist. Und damit das funktioniert, wird es gewisse Dinge nicht spielen können und andere Sachen muss ich machen. Ja? Schau, was ich oft mitgebe, wir Menschen sind, glaube ich, neigen dazu, das sind dazu veranlagt, von einem Extrem ins andere springen zu wollen. Mhm. Ja, also Klassiker, mit dem Jahreswechsel sagen viele, dann esse ich gar keinen Zucker mehr, anstatt einfach ein bisschen weniger Zucker zu konsumieren. Und das hat sich bei mir auch über die Jahre entwickelt und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft für eure Hörer oder Zuseher. Man braucht ein bisschen Geduld. Mhm. Ja, auch bei mir hat sich das über die Jahre entwickelt. Mhm. Und wenn du das machst, dass du dir sozusagen nicht den Perfektionismus vornimmst, sondern wirklich versuchst über die Jahre, und ich sage dir ganz ehrlich, umso älter man wird, desto wichtiger wird der gesunde Lebensstil. Das heißt, macht es ein 25-Jähriger nicht ganz so optimal, ist es nicht so dramatisch, wie wenn das ein 45-Jähriger macht. Ja. Und wenn du diesen Weg mit Geduld beschreitest und einfach von Jahr zu Jahr oder alle halbe Jahre versuchst, irgendwas zu verbessern und das über Jahre beibehältst, so wie bei mir, frag mich, ob auf all das, was ich verzichte, oder ob ich das als auf all das, was ich verzichte, als entbehren empfinde, überhaupt nicht. Naja, das ist genau, was ich meine. Das ist eine wirkliche Entscheidung. Und wenn du da hinkommst, dann ist das großartig, weil ich lebe einen oder führe einen extrem gesunden Lebensstil, tatsächlich, also das sage ich auch meinen Patienten immer, das, was ich predige,
lebe ich auch und ich würde nicht erwarten von meinem Gegenüber, dass die oder derjenige das gleich macht wie ich, weil das bei mir schon sehr extrem ist. Ich finde es großartig, so wie ich es mache. Ja? Und jedes Mal, wenn wir mit meiner Familie irgendwo essen gehen, wo es was Ungesundes gibt, sagen wir, boah, das Essen zu Hause schmeckt uns eigentlich viel, viel besser, weil das Gesunde einfach uns gut tut und sich gut anfühlt. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man beschreiten sollte, auf die Suche zu gehen, was mache ich gerne auch dauerhaft besser und das, was mir jeden Tag fehlt, auch wenn es ungesund ist, dann würde ich doch das Ungesunde mal vorübergehend zumindest beibehalten. Weil im Laufe des Lebens wird sich vielleicht der nächste Schritt ergeben, wo das dann passt. Ja, und auch irgendwas aufzuhören, irgendwas wegzulassen, was man einfach sehr gerne hat, was aber einem nicht gut tut, und das eben cold turkey zu machen. Also anders als du sagst, schön langsam, sondern zack, zack. Auch wieder einen Preis, hat einen psychologischen Preis, dass es ein großer Einschnitt ist und so weiter. Und du, man weiß ja aus Studien, dass Menschen, es gibt viele Menschen, die erfolgreich abnehmen. Ja, und nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es sind nur 10% von denen, die eine Diät machen, die das Gewicht langfristig halten, und 90% nehmen ab und nehmen wieder zu. Ja. Ja. Adherence, kann ich mich... Und das mache ich eine Diät, nehme ich schnell ab oder ändere ich meinen Lebensstil, ändere ich meinen Ansatz an Essen, oder? Genau. Und da ist halt das Radikale immer viel schwerer zu akzeptieren, als kleine Schritte zu gehen. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt realisiert, es liegt irgendwas vor, was einem nicht zusagt, oder man fühlt sich nicht wohl oder man ist übergewichtig, möchte man natürlich schnell was ändern. Mhm. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, ich muss jetzt bis Weihnachten, bis Neujahr, bis wohin auch immer, 10 Kilo abnehmen, anstatt zu sagen, okay, pass auf, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich im Jahr 2024 10 Kilo abnehme. Aber ich glaube, da wieder muss man auf Individualität eingehen. Ich bin 100% bei dir, ich bin auch ein großer Advokat von Baby-Steps geworden. Mhm. Dieser Gedanke, wow, da ist mein Ziel, ich fühle mich schon ohnmächtig, nur daran zu denken, dass da mein Ziel ist, weil ich so weit weg bin. Mhm. Was passiert? Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich machtlos, ich mache gar nichts. Mhm. Anstattdessen zu sagen, okay, ich senke mein Ego und fange bei dem 1% an, bei diesem lächerlichen Schritt, wo ich und alle sich denken, was zur Hölle, warum überhaupt, lass es doch gleich bleiben. Aber nein, Compound Interest, 1% hier, 1% dort, über ein Jahr, wow, bin ich an einem ganz neuen Ort. Ich bin selber ein großer Advokat davon. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Beispiele von Leuten, wo es wieder umgekehrt ist. Von Leuten, die ja mal einen großen Erfolg am Anfang brauchen ja. um überhaupt Kick zu starten. Mhm. Jemand, der, also Crash-Diäten ist wahrscheinlich on average gesprochen, eine gute Idee, aus verschiedensten Gründen. Aber es wird sicher Leute geben, oder? Die sowas als Art Kickstart brauchen um dann überhaupt, oder? Ja, definitiv. Also es gibt auch viele, die sagen, ich bin so frustriert mittlerweile, dass wenn ich jetzt nicht einen schnellen Erfolg sehe, ich aufgebe. Und wenn du sozusagen jetzt dieses Mindsetting hast, dann sollte man jemanden, der wirklich motiviert ist, natürlich nicht daran hindern, jetzt die radikalere Variante zu wählen. Ja. Für den langfristigen Erfolg ist es wahrscheinlich nicht die optimale Vorgehensweise, aber ich verstehe dieses Gedankengut und helfe natürlich auch dahingehend, wenn jemand sagt, pass auf, ich muss jetzt wirklich die Reißleine ziehen und möchte das gerne radikaler gestalten, als du es vielleicht empfehlen würdest. Mhm. Ja? Ja. Also auch das ist wieder was sehr Individuelles. Aber grundprinzipiell, alles, was das gesamte Leben und alle Ziele im Leben angeht, ist es mit der Brechstange ins Rennen zu gehen, wahrscheinlich langfristig gesehen selten die bessere Variante. Ja. Aber es ist schwer, psychologisch schwer. Ich verstehe jeden, der ungeduldig ist. Ja. Und Geduld kommt auch meistens erst mit dem Lebensalter. Geduld ist so ein, also ich bin so dankbar, dass du das ansprichst, weil eben, so wie du sagst, ein Quäntchen jünger als du. Und ich merke das auch, die Sachen, die mir am meisten in den Arsch speisen oft, sind diese Ungeduldmomente im Training. Ich habe jetzt nicht genug Geduld, diese Überlastung auszusitzen. Mhm. Ich habe nicht genug Geduld, jetzt ordentlich zu recovern. Ich habe nicht genug Geduld, jetzt die Watte ein bisschen runterzuschrauben, weil das Training nicht so hart sein sollte, etc. Also, oder was auch immer sonst. Oder auch bei der Ernährung. Ich habe nicht die Geduld, jetzt langfristig schön abzunehmen, etc. Also es ist so ein wichtiges Thema. Um jetzt kurz den Kreis zu schlagen zum ganz am Anfang, als wir ein bisschen über diese Online-Health-Influencer geredet haben, ein Huberman, Peter Attia zum Beispiel und so weiter. Und wir jetzt auch ein bisschen über Perfektionismus und so geredet haben. Mir kommt vor, und verfolgst du die auch ein bisschen? Also hörst du teilweise Podcast-Videos von denen? Mir kommt vor, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Peter Attia nehmen, der hat ja selber gesagt, er war in der Vergangenheit, also ein Doktor, der sich viel mit Longevity, Gesundheit, also Healthy Aging befasst,
der war ja ein unglaublicher Supplement-Advokat. Metformin hier, Resveratrol da und so. Wobei Metformin schon kein Supplement mehr ist, ja. Das ist ein Medikament. Oder wirklich ein Arzneimittel, genau. Mhm. Also ein Prescription-Drug. Genau. Und die sind aber auch immer mehr davon abgekommen und sind viel mehr weg von nur Supplement oder nur Compound-based hin zu Lifestyle-based gegangen. Mhm. Und was mir auch vorgekommen ist, und das hat er auch selber gesagt, er war in diesem Perfektionismus-Mindset. Mhm. Ich muss von dem Moment, wo ich aufstehe, bis in dem Moment, wo ich schlafen gehe und am besten auch noch im Schlaf, alles perfekt nach Studienlage machen. Mhm. Zur exakten Uhrzeit das nehmen und das Workout und so weiter. Und das hat sich ein bisschen aufgelockert. Also was ich damit meine ist, mich wundert es teilweise nicht, dass viele Leute auch in dieses Perfektionismus-Denken gehen. Mhm. Einerseits, weil sie es ja irgendwie vermittelt bekommen haben von diesen großen Influencern. Und die anderen Leute wieder sind so frustriert, weil sie sagen, wie soll ich jemals diesen Standards entsprechen? Und die machen wieder gar nichts. Ja? Also meine Frage an dich ist eigentlich, wie nimmst du selber ein bisschen diese Entwicklung dieser großen Health-Online-Influencer wahr, dass die ein bisschen weggehen von Sachen nehmen hin zu mehr Lifestyle-Interventionen und dass die auch ein bisschen sagen, hey, eben Imperfektionismus ist okay. Und also das Thema Selbstoptimierung, beinhaltet ja schon das Optimum und beinhaltet wohl auch ein bisschen die Idee des Perfektionismus. Und Selbstoptimierung ist schon ein Trend geworden, den ich nicht für gut heiße, weil ich glaube, dass das unmenschlich ist, ja, alles optimal gestalten zu wollen. Controversial take. Einige würden sich jetzt sicher denken, wie Selbstoptimierung, das ist doch mein bestes Ich, warum ist das nicht? Ja, mit dem Inkaufnehmen von Schwächen und der Akzeptanz von Schwächen, darf das ja auch so sein, dass man versucht, die beste Version von sich selbst zu werden oder zu sein. Ja? Das finde ich nicht schön. Aber sich sozusagen mit Idealen zu vergleichen, wie einem Huberman zum Beispiel, der möglicherweise alles perfekt macht, mit Eisbaden und mit Schlafen und keinem Alkohol und Sport in großen Mengen. So, ja? Sich mit solchen Leuten, die offensichtlich auch das Potenzial haben, so ein Leben zu führen. Das kann ja nicht jeder. Ja? Das wird auch oft diskutiert bei mir in der Praxis, dass Menschen sich mit anderen Menschen vergleichen und sagen, ja, aber die geht jeden Tag 10 Kilometer laufen. Wenn ich das mache, tut mir die Knie weh oder ich bin nur noch müde. Also dieses mit anderen vergleichen, noch dazu vielleicht mit Übermenschen. Ja? Und jeder von uns hat sozusagen sein Potenzial, das er mitbekommt oder das er entwickelt hat im Laufe der Jahre. Ist halt gefährlich. Und die Idee und der Wunsch des Natürlichen, glaube ich, ist der legitimste, den es gibt. Das heißt, auch ich sage immer, ja, obwohl wir eine eigene Nahrungsergänzungsmittellinie haben, ich sage immer dazu, wenn ich gefragt wäre, muss jetzt jeder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sage ich darauf nein. Ja, also im Winter vielleicht Vitamin D, so eine der wenigen Ausnahmen, die ich empfehlen würde, pauschal, aber ansonsten sage ich immer, nein, wir messen, wir schauen es an und ja, auch mein persönlicher Wunsch ist, umso weniger ich supplementieren muss, unter Anführungsstrichen, desto lieber ist es mir. Darüber hinaus gibt es jetzt natürlich auch noch Dinge, die man einsetzen kann, also sprich, hättest du einen B-Vitaminmangel, ist es vielleicht ratsam, den auszugleichen und das gleiche gilt für Magnesium, aber wenn du jetzt zum Beispiel Pflanzenextrakte mit ins Spiel bringst, wie, weiß ich nicht, Grünteeextrakt oder Resveratrol zum Beispiel, oder von mir ist auch ein Metformin als Medikament, dann geht das natürlich über den Bedarf hinaus, weil dir fehlt jetzt nicht Grünteeextrakt im Blut, sondern du nimmst es ein in der Hoffnung, es bringt dir was. Und da muss man sich halt an den aktuellen Studien orientieren. Und in der Medizin ist es leider, oder ist eben einfach so, dass man immer wieder neue Erkenntnisse bekommt, und dann Dinge anders handhabt, wie man es früher gedacht hat oder gemacht hat. Und das ist auch legitim und das muss man Patienten auch sagen. Der Stand der Wissenschaft ändert sich, wobei, das hast du auch schon gesprochen, ich bin auch ein großer Fan davon, auch mal was zu machen, was einem gut tut, ohne dass das jetzt wirklich evidenzbasiert ist. Ja, also es gibt einfach Dinge in der Praxis, die funktionieren gut, auch wenn man dem Patienten sagt, die Studienlage dazu, da gibt es nur Tierversuche zum Beispiel, oder die Studienlage ist sehr dünn, trotzdem probieren sie es aus. Ja. Und wenn ihnen das gut tut, großartig, dann machen sie das, weil es ihnen gut tut. Ja. Und so muss man, glaube ich, eine ganz gute Mischung finden. Ja. Ja. Und wenn der Trend rückläufig ist, was das Supplementieren angeht, dann hat das möglicherweise auch seine Berechtigung, weil früher gab es schon, die Amerikaner handhaben das aber doch noch ein bisschen anders als wir Europäer. Ja, also
ich habe oft Amerikaner auch bei mir oder immer wieder Amerikaner bei mir, die man wirklich bremsen muss, was die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln angeht. Und wenn man sozusagen denen von der Liste mit 20 Produkten dann 10 streicht, dann fragen die am Ende des Gesprächs, na, was nehme ich jetzt statt den 10, die sie mir gestrichen haben? Ja, ich sage dann gar nichts. Ja. Gehen sie 1 Kilometer mehr laufen? 1000 mehr Schritte. Zum Beispiel. Ja. Und deswegen bin ich durchaus kritisch, was diese Empfehlungen angeht und handhabe das bei mir selber eben auch so, dass ich messe und mir anschaue und mir auch überlege, was brauche ich. Es gibt ja zum Beispiel auch einige Nahrungsergänzungsmittel, die für den Schlaf gut sind. Und wenn es mal eine Phase gibt, in der ich schlechter schlafe, dann werde ich natürlich mich darum bemühen, den Schlaf schnellstmöglich zu verbessern. Und dann kann man auch mal Supplemente einnehmen, die den Schlaf vielleicht positiv beeinflussen. Und wenn sich das wieder beruhigt hat, kann man die auch wieder absetzen. Also immer nach Symptomen und idealerweise eben Messwerten vorgehen. Und umso weniger, desto besser. Keine Frage. Und das, also, das ist eine Debatte, die ich jetzt mit ein paar Leuten in letzter Zeit hatte, die... wie wir in unserer modernen westlichen Gesellschaft Wissenschaft wahrnehmen. Wir sind ja relativ gespalten. Wir haben eine unglaubliche Wissenschaftsgläubigkeit auf der einen Seite, die alles für bare Münze nehmen. Und dann haben wir die unglaublichen Wissenschaftsskeptiker, die sagen, das ist ja alles nur paid oder was. Also auch hier eine große Trennung. Ja. So, meine Theorie wäre jetzt zu sagen, wir haben einfach ein extrem, wir, Leute, die sich mit Wissenschaft, mit den Wissenschaften befassen, haben einen schlechten Job gemacht zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet. Und da habe ich auch ein bisschen Problem mit den großen Online-Influencern. Ein Huberman zum Beispiel, so gut ich ihn finde, also toll, was der macht, gratis Informationen für jedermann, auch sehr praktische Protokolle, also was man wirklich umsetzen kann. Grundsätzlich habe ich nichts gegen den Herrn, ich finde ihn toll, konsumieren viel. Ein Problem ist, das ich habe bei ihm, ist, dass er oft Studien nimmt, also Trainingsinterventionsstudie mit 20 Leuten, Supplement-Studie mit vielleicht 100 Leuten und dann das Protokoll 1:1 da rausnimmt. Ja? Und dann sind wir wieder beim Thema, Wissenschaft ist nicht dafür da, eine eindeutige Antwort auf individuelle Sachverhalte zu liefern, sondern Trends herauszufinden, oder? Ja. Grobe Trends, also wenn ich jetzt in meinem Metier denke, Sport, Ernährung, Protein zum Beispiel, wir wissen, dass mehr Protein aufnehmen in gewissen Ranges der Hypertrophie hilft. Ein Trend. Mehr Protein in einer gewissen Range, mehr Potenzial für Hypertrophie. Aber genug Studien zeigen, dass es für kein Individuum eine exakte Zahl gibt. Wir haben diese Gramm pro Kilogramm Range und so weiter. Und dasselbe bei HIIT-Training. Wir wissen grundsätzlich viel Training oder hartes Training. Was sagt das Muster? Was sagt die Tendenz? Tolle Anpassungseffekte. Aber auch da wieder. Zu welchem Zeitpunkt, was machst du im restlichen Training? So, also lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit meine ist, wir haben einen schlechten Job gemacht zu sagen, Wissenschaft liefert keine eindeutigen Antworten auf komplexe Fragen. Es liefert Muster, es liefert Trends und Tendenzen. Und dann wundert es mich nicht, dass wir auf der einen Seite die Leute haben, die nur dieses Narrativ mitbekommen, die Studie sagt das und dann, alles klar, ich glaube nur noch an die Wissenschaft. Alles, was mir diese eine Studie sagt, ist der Wahrheit letzter Schluss. Ein guter Wissenschaftler würde dir sagen, nein. Hier ist ein weiteres Puzzle-Piece in dem großen Musternetzwerk, was wir haben. Ja. Lass es uns als solches anerkennen. Und die andere Hälfte wiederum ist frustriert, weil sie merken, oh wow, es ist nicht 1:1 replizierbar, was in dieser Studie ist, dann ist anscheinend alles scheiße. Weißt du, was ich meine? Also, ja, absolut. Dass wir ein Problem damit haben, wie wir kommunizieren, was Wissenschaft eigentlich ist. Ja, also wir haben ja immer die Unklare der Individualität. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kreatin hernehmen würde, das ja wirklich gut untersucht ist, und glaube ich auch außer Frage steht, dass es helfen kann. So gibt es einige, also ob du das schon mal ausprobiert hast, die einfach merken, dass es nichts bringt. Und deswegen heißt es aber nicht, dass Kreatin nichts bringt. Ja. Weil die Studien, glaube ich, wirklich gut sind und das kann man außer Frage stellen, dass das Sinn machen kann. Ja. Und man muss es halt einfach ausprobieren. Ja. Und was für den einen gut ist, heißt nicht gezwungenermaßen, dass es für den anderen gut ist. Ja. Und deswegen... ich glaube schon, dass man sich sozusagen eine grobe Idee schaffen sollte, was jetzt zum Beispiel für meinen Bedarf oder für mein Leben oder für meine Gesundheit von Vorteil sein kann und natürlich ausschließen, Dinge zu tun, die meiner Gesundheit schaden würden. Ja, und dazwischen gibt es einen ganz großen Graubereich, wo man einfach viel ausprobieren sollte. Ja. Und das mache ich genauso. Ja? Und es gibt immer wieder... Menschen, die kriegen von mir gewisse Therapien und sind begeistert und wenn ich das selber bei mir anwende, tut sich gar nichts. Deswegen werde ich es trotzdem weiterempfehlen. Das ist auch einfach so, oder? Ja, und jemand wie du, der viel Erfahrung hat oder ich, der auch probiere, sich in dieser Welt zurechtzufinden für uns,
ergibt das auch Sinn, weißt mhm. du? So, absolut. Okay, da macht das was, da macht das nichts. That's life, that's biology, so ist der Organismus, so ist das Universum. Und für andere Leute, und ich weiß das noch aus meinem früheren Leben, ist das wie ein Paradoxon, weißt du? Ich kann mich selber an diesen Moment erinnern, wo ich diese Studie vor mir hatte oder diese Meta-Analyse, die ganz klar einen Effekt zeigt und dann aber Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Und ich weiß noch, wie verwirrt ich war, so, das ergibt doch keinen Sinn, wie kann das sein? Ja. Bis man irgendwann dann nochmal lernt, weißt du? Ja. Also Leute denken da ganz anders. Es ist, ja, leider, es ist ja auch so vieles noch unbekannt, ja, an Faktoren in unserem Körper. Wir kennen ja noch nicht alles. Und gerade wenn du dir die klassische Schulmedizin anschaust, ja, wie oft noch pauschal dosiert wird, nicht mal zwischen Männern und Frauen unterschieden wird, ja, ganz abgesehen vom individuellen Bedarf. Ja. Das heißt, es gibt einfach auch noch Chemotherapien, die pauschal angewandt werden, obwohl man heutzutage, das ist aber sehr kostenintensiv und steht den Kassenpatienten eben nicht oder noch nicht zur Verfügung, einiges untersuchen kann, um zu schauen, wie reagiere ich denn auf die Chemotherapie? Reagiere ich überhaupt positiv und zahlt sich es aus, die potenziellen Nebenwirkungen einer Chemotherapie in Kauf zu nehmen? Weil ich weiß, das wirkt bei mir gut oder wirkt es gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht und das ist einfach nur umsonst und ich habe nur nachteilige Effekte. Ja. Und das muss man halt einfach wissen, auch als Laie wissen. Oder es muss einem ein Arzt eben erklären, wie das zu sehen ist. Und wenn man das dann entspannt sieht, dann, glaube ich, sollte man sich einfach auf die Suche begeben im Laufe des Lebens nach den Dingen, die gut tun. Und die Dinge, die man eben ausprobiert hat und die nicht gut tun, die lässt man sein. Und so Dinge wie Rauchen, von denen man weiß, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Relativ klar, oder? Da weiß man relativ klar. Ist das nichts, was der Gesundheit gut tut, die sollte man halt wirklich dann. Das finde ich auch wirklich spannend. Es sind ja in letzter Zeit auch einige große Narrative Reviews oder weiß ich nicht, rausgekommen zum Thema eben Longevity, Healthy Aging. Ja. Was sind so die Fundamentals für Healthy Aging? Und das meiste davon sind Lifestyle-Interventionen. Ja? Ja. Also, was in all diesen Publikationen ist, ist ausgewogene Ernährung, wo nicht beschrieben ist, was das bedeutet. Sie reden auch nicht einmal über die Inhalte. Sie reden viel von Pflanzen basiert, aber auch nur nicht ausschließlich pflanzlich, aber ausgewogen ist alles, was sie schreiben. Also einfach nur finde deine individuelle Balance. Dasselbe bezüglich soziale Kontakte. Ja? Hab für dich angemessen soziale Kontakte und nicht rauchen. Das steht überall als Hardfaktor drin. Ja? Also was ich auch oft, worauf ich oft hinweise, weil die meisten Raucher, das ist ein Phänomen, das interessant ist, haben ja die Lunge im Fokus. Ja? Und wenn du sozusagen nicht hustest, dann sagt der Raucher ganz oft, ich kann noch schnaufen, ich kann noch laufen gehen, alles bestens. Ja? Und was ich zum Beispiel meinen Raucherinnen immer sage, Rauchen erhöht das Risiko zum Beispiel für Brustkrebs massiv. Und das Gleiche gilt für Alkohol. Ja, bei mir in der Ordination ist ja oft auch das Thema Hormone und Brustkrebs eins, wo sich viele Frauen Sorgen machen. Und das erkläre ich und bespreche ich dann auch immer. Aber was wenige am Radar haben, ist das übermäßige Alkoholkonsum und Rauchen, nicht in der Kombination, sondern jedes für sich, das Brustkrebsrisiko massiv erhöht, genauso wie Übergewicht. Ja. Übergewichtige Frauen haben ein wesentlich höheres Brustkrebsrisiko als normalgewichtige. Und das sind alles Themen, die man thematisieren sollte. Ganz wichtig. Ja. Bezüglich diesen Online-Influencern war ich, glaube ich, noch. Grundsätzlich findest du, also du konsumierst sie auch, machen die einen guten Job? Also, ja, die meisten schon. Also du die grundsätzlich? Instagram-Influencer mit denen oder YouTuber, mit denen beschäftige ich mich viel zu wenig. Ja. Also. Das kann ich schwer beurteilen. Ja. Und ich glaube, da gibt es einige gute und viele, die, sagen wir mal, entbehrlich sind. Ja. Ja. Und wäre natürlich schade, wenn man jetzt sozusagen überhaupt kein Vorwissen mitbringt und dann sieht man irgendein YouTube-Video, wo irgendjemand eine Halbweisheit oder Halbwahrheit verbreitet. Ja. Und das dann für bare Münze genommen wird. Aber die Leute, die auch führend sind in diesen Lifestyle- und Health-Podcasts wie ein Huberman oder Tier, ich glaube, dass die schon einen sehr guten Job machen. Was ich auch spannend finde, ist immer, dass die sich ja für ganz viele Themenbereiche selber Experten in die Sendung holen. Ne? Die, die besprechen jetzt ja auch nicht alles selber, weil sie wissen, dass sie nicht alles wissen können und nicht alles wissen. Und deswegen ein gutes Zeichen, einen wahren Experten zu erkennen, der gerne und oft anerkennt, wo seine eigenen Grenzen liegen. Voll. Und der in so einem Interview zum Beispiel auch dann plötzlich einfach der Schüler ist. Mhm. Der sitzt und hört und teach me, oder? Das ist ein schönes Zeichen. Was ich total schön finde, ist, und
dazu neigt man dann auch, wenn man etwas älter wird, ist, wenn dir das aufgefallen ist, es gibt immer wieder Fragen, die an namenhafte Experten gerichtet werden, wo die dann als Antwort sagen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, was ich richtig schön und sympathisch finde, weil so spezialisiert du auf ein Thema bist, du kannst nicht alles zu diesem Thema wissen. Mhm. Das macht dich wahnsinnig sympathisch und das ist auch real, wenn man mal sagt, das weiß ich nicht. Ja. Ja, auch bei mir, ich bin ja ein Mann der Praxis und bediene ja extrem viele Gebiete ja, und versuche immer auf allen Gebieten up-to-date sein, je nach Möglichkeit, weil ich kann nicht alle Studien zu allen Gebieten kennen, mit denen ich mich beschäftige. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und deswegen sage auch ich manchmal in der Praxis, das weiß ich nicht. Ja. Ich gebe mein Bestes, auf allen Gebieten so informiert wie möglich zu sein, aber nachdem ich so ganzheitlich orientiert bin und mich auch um den Darm kümmere, obwohl ich eigentlich Gynäkologe bin, ist es schwierig und das macht einen Experten wahnsinnig sympathisch, wenn man sagt, okay, pass auf, ich habe ein gutes Wissen, ich kenne mich in diesem Bereich aus, aber ich kann auch nicht jede Frage beantworten. Weil es auch einfach halt so ist, ja. Hm? Muss man auch einmal sich gegenüber selber eingestehen. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du vorher gesagt hast, und ich fand das so schön, deswegen möchte ich es noch einmal betonen, als du über diesen Selbstoptimierungstrend geredet hast und dass du ein bisschen, dass man das auch kritisch betrachten kann. Ja? Ja. Ich fühle komplett, was du sagst. Ich glaube nicht, dass es natürlich ist, dieser Gedanke, und das scheint ein moderner Gedanke zu sein, alles, was nicht ganz passt, ist ein Zeichen, dass etwas kaputt ist und wir Menschen haben genug Wissen und Macht, es zu reparieren. Mhm. Also mir passt etwas nicht, ich will, dass es besser ist. Ich kann und werde es besser machen. Mhm. Und wahrscheinlich funktioniert die Welt nicht ganz so, oder? Es ist nicht alles richtbar. Mhm. Es ist nicht alles perfekt einstellbar. Ich kann nicht jedes Quäntchen, was ich micromanagen kann, wenn ich das Geld und die Zeit dafür hätte, auch micromanagen. Und die Suche danach, die Suche nach dem Jungbrunnen, die Suche nach der Perfektion ist wahrscheinlich vergebene Liebesmühe. Oder auch nicht, weil ich sage, wir gehen in eine Welt der Precision Medicine, AI-Analysen von Gensequenzierungsdaten etc. Mhm. Also einerseits fühle ich sehr, was du sagst und ich glaube, dass du das gesagt hast, dass diese Suche nach mehr und mehr Selbstoptimierung, Perfektion irgendwie auch nicht gesund ist. Mhm. Gleichzeitig gehen wir vielleicht aber in eine Welt, wo es mehr und mehr möglich ist, wirklich super genaues Micromanagement zu betreiben und so weiter. Also was ich erfahren habe, ist, du hast ein Problem und versuchst dieses Problem krampfhaft zu lösen und oft gelingt es eben nicht. Und da ist, und das kommt mit dem Lebensalter, glaube ich, wirklich sinnvoll, auch mal Dinge anzunehmen. Mhm. Mhm. Beispiel, es kommt eine Patientin, die sagt, sie ist seit 2-3 Monaten nur krank und kommt mit der Bitte, was können wir alles machen, was kann ich alles einnehmen, was kann ich alles untersuchen, damit ich nicht andauernd krank bin. Ja. Und wenn du dann rückfragst und hinterfragst und mitbekommst und hörst, da ist irgendwie wahnsinnig viel Stress im Lebensalltag der Patientin oder des Patienten vorhanden oder da ist ein geliebter Verwandter verstorben, ja, und man realisiert, okay, dein Körper meldet sich jetzt einfach, weil was anders laufen soll. Du brauchst vielleicht mehr Ruhe oder du brauchst mal eine Auszeit oder was auch immer. Das heißt, die Annahme eines Problems ist oft die bessere oder schnellere Lösung, als krampfhaft zu versuchen, gegen das zu agieren, was dir dein Körper gerade sagt. Okay. Es hört sich jetzt sehr esoterisch an. Ja, spannend. Nein, ich finde das mega spannend. Und Annahme des Problems heißt jetzt auch nicht Hände in die Luft, ich bin ein Opfer meiner Umstände, sondern... Ja, Akzeptanz mal primär. Ja. Und drüber nachdenken, warum das jetzt so ist und warum das früher anders war und was jetzt anders ist als früher und was man vielleicht tun könnte, damit das auch wieder gut wird. Ja. Beispiel, was ich zum Beispiel selber mache, ich weiß nicht, ob du das auch schon machst, ist Eisbäder. Mhm. Ich habe so ein Gefäß zu Hause, wo ich mich reinsetze. Natürlich, Cold Exposure. Bei dem Wetter großartig. Gell? Und jetzt sagt man ja, naja, wäre gut, wenn du das 3-mal in der Woche machst, je nachdem, wie lange du es aushältst, wie kalt das Wasser ist. Etc. Und ich mache das auch. Mache ich das 3-mal die Woche? Nein. Habe ich die Idee, das 3-mal die Woche zu machen? Ja. Aber bei zumindest 1 oder 2 Mal bei diesen 3 Tagen, wo ich es machen könnte, denke ich mir, boah, jetzt in 1 Grad kaltes Wasser zu steigen. Morgen nicht. Ja? Und wenn das mein Bauchgefühl ist, lasse ich es sein. Ja. Und wenn das 10-mal heißt, du solltest es aber 3-mal die Woche machen, um diesen Gesundheitseffekt zu bekommen,
sage ich, nein, ich habe keine Lust dazu. Ja, und wenn ich Lust dazu habe, dann mache ich das auch. Und wenn mir das nichts bringt, außer meinen Willen und meinen Geist zu beherrschen, wenn man in diesem 1 Grad kalten Wasser sitzt und die Atmung zu kontrollieren, ja, dann bringt das vielleicht auch was. Mhm. Und so handhab ich es. Ja. Ja. Also nicht andauernd dieses, klar muss man mal über seinen Schweinehund drüber gehen, aber nicht andauernd sich zu etwas zu zwingen, wo man eigentlich keine Lust hat dazu. Ja, ja. Sind wir wieder bei der Balance, oder? Mhm. Weil warum sind die David Goggins und wen hast du vorher noch angesprochen, also diese ganzen disziplinierten Leute, warum sind die für uns so toll? Weil sie eben, Disziplin ist ein toller Wert. Mhm. Disziplin ist ein toller menschlicher Wert, der uns viel bringt, evolutionär psychologisch gesprochen. Aber auch da wieder, genau wie du sagst, zu viel Disziplin, zu krampfhaft, auch das wieder. Wenn es dir schadet, also wenn ein Herr Goggins, und der hat ja auch Tolles geleistet und hat auch eine tolle Geschichte und motiviert sich ja extrem viele Menschen. Mhm. Und wenn dem das gut tut, dass er jeden Tag, weiß ich nicht, 10 Meilen läuft, oder ein Cameron Haynes zum Beispiel, von dem wir auch gesprochen haben, dann sollen die das machen. Mhm. Es ist nur unklug, finde ich, wenn jetzt jeder sagt, als Ultimatum und als To-Do-Punkt des Tages, okay, das muss ich jetzt auch machen. Ja. Ich muss jetzt auch jeden Tag 10 Kilometer oder 10 Meilen laufen gehen. Ja. Ja? Nur weil das Leute machen, die sehr diszipliniert sind und denen es damit gut geht. Mhm. Ja? Ja, ja. Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn wir wissen, wie wir Wissenschaft richtig einzuordnen haben. Wir wissen, unter Anführungsstrichen, Cold Exposure hat potenzielle coole Effekte von Brown Fat Thermogenesis, also braunem Fettgewebe, Metabolismus anregen über diese mentalen Abhärtungseffekte. Und jetzt gibt es zum Beispiel Studien, die gesagt haben, 3-mal die Woche und so ist optimal. Aber du weißt, das ist ein Vorschlag. Mhm. Ja? Du weißt, okay, der Effekt ist da, das hat etwas, aber du hast genug Lockerheit dann dementsprechend und Flexibilität zu sagen, 3-mal kann mein Ziel sein, aber vielleicht mache ich es 1-mal, vielleicht gibt es eine Woche, wo ich es 4-mal mache. Ja. Weißt du? Und dadurch bist du selber freier, es zu tun. Absolut. Und fühlst dich nicht schon schuldig, weil du es 1-mal zu wenig gemacht hast. Weil dann kann plötzlich etwas Tolles zu etwas Schlechtem werden, weil dieser Schuld Gedanke, ich habe es jetzt zu wenig gemacht, schon wieder mehr Belastung ist, als es dann eigentlich wäre. Ja. Gibt es neben Cold Exposure, weil das wäre tatsächlich genau meine nächste Frage gewesen und dann gehen wir eh schon Richtung Ende hinein, sonst noch momentan irgendwelche, unter Anführungsstrichen, Trendthemen, die du für dich selber entdeckt hast? Also wo du sagst, das hast du eben irgendwo mitbekommen von Leuten, auf die du was hältst und das hast du jetzt selber ein bisschen ausprobiert. Du selber machst dir, glaube ich, CrossFit. Oder auch CrossFit jetzt momentan, Trainings- und oder Ernährungs- oder Supplement-Trends im weitesten Sinne, wo du sagst, hey, klingt spannend, probiere ich. Die ich verfolge. Die du verfolgst. Also ich habe ganz, ganz viele Dinge, die ich praktiziere. Ja, aber ein Riesenthema, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon kurz drüber gesprochen, ist das Schlafthema, wo ich wirklich große Sorgfalt an den Tag lege, dass das optimal verläuft. Also was ich tatsächlich praktiziere, das wird auch empfohlen, ist Schlafrhythmen einzuhalten. Das heißt, ich stehe tatsächlich am Wochenende zu einer ganz, ganz ähnlichen Zeit auf wie unter der Woche, was Sache ist, was sich aber für mich so gut ergeben hat und eingependelt hat und sich auch gut anfühlt. Ja. An Supplements wäre ich immer wieder gefragt, Spermidin nehme ich aber selber noch nicht ein. Ich habe mir Spermidin infundieren lassen. Das gibt es jetzt auch, ist relativ neu. Mhm. Also es ist eine spannende Substanz, die man am Radar haben sollte, die ich aber jetzt noch nicht supplementiere. In welche Richtung geht es Spermidin? Ich kenne das nur im Zusammenhang mit so Longevity, Health Span, Lifespan. Die Idee von Spermidin ist halt, dass das sozusagen beschädigte Zellen, Zellschutt, den Zellmüll aufräumt. Okay. Ja. Kommt aber auch in vielen Lebensmitteln vor. Ja. Also man muss es nicht gezwungenermaßen supplementieren, aber höhere Dosen an Spermidin, und du musst halt sonst immer schauen, dass du Lebensmittel drin hast, in deinem Speiseplan, die das beinhalten, und weiß dann auch nie, wie viel ist denn jetzt tatsächlich an Spermidin. Das ist schwierig, deswegen sollte man es wahrscheinlich supplementieren, wenn man es möchte. Also das ist eine Substanz, die momentan ganz, ganz spannend sein kann. Gibt viele Sachen jetzt, aber nicht unbedingt was Neues, Bahnbrechendes. Ansonsten praktiziere ich mehr Ausgleich im Sport, weil du gefragt hast, Sport, das ist auch so ein Thema, wo ihr wahrscheinlich auch gefordert seid, weil ein extremes Ausmaß an körperlicher Betätigung nicht immer das Optimum sein muss, ja, gerade wenn man jetzt aus dem Triathlon-Bereich kommt. Du darfst das gern noch weiter betonen. Das ist das Gefühl, ein Pferd, was wir schon zu Tode geritten haben, ging mal breite. Dieser Trieb nach mehr Training ist besser und grundsätzlich ja, aber. Ja, genau.
Nämlich gerade in einer Sportart, wo man eh schon viel trainiert, ja, oder trainieren muss. Ja. Also das ist wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen. Das sage ich auch immer wieder meinen Patienten, das, was ich mache, weil ich es leidenschaftlich gerne mache. Also ich trainiere so ganz unterschiedlich Sachen, aber 10 bis 12 Stunden die Woche. Ja. Also für mein Alter schon relativ viel und bin mir aber auch nicht sicher, ob das sozusagen das richtige Ausmaß ist für mich. Also wahrscheinlich wie viel nochmal? 10 bis 12 Stunden in der Woche. Das ist wirklich viel. Mhm. Ja. Und meine, dass es weniger sein sollte, tut mir aber noch schwer damit, weil ich es so gerne mache. Paradox, oder? Also das ist immer eine paradoxe Sache. Wir wissen alle, wie toll Sport für uns ist. Wir wollen leistungsfähig sein, dann machen wir viel und dann hören wir plötzlich, hey, du solltest vielleicht ein bisschen überdenken. Jein. Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich meinen, dass das, was ich an Sport mache, möglicherweise im Longevity-Gedanken nicht optimal ist, durch oxidativen Stress und Ähnliches. Aber es macht mir irrsinnig viel Spaß. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn man mir sagen würde, pass auf, Mathe, wenn du so weitermachst, stirbst du 5 Jahre früher, dann würde ich sagen, das ist meine Leidenschaft, das Sport. Okay, ich nehme die 5 Jahre in Kauf. Da ist sozusagen mein Gefühl noch ein anderes und das macht mir so viel Freude, dass ich gerne das so weiter handhabe. Das ist was, was ich jetzt nicht optimal gestalte. Bei Food Trends gibt es jetzt auch wenig Neues, was glaube ich, was ein großes Thema geworden ist, auch und mehr kommuniziert wird, ist Processed Food. Ja. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen der Trend, glaube ich. Processed Food, ja. Genau, also alles, was irgendwie aufgearbeitet wurde oder behandelt wurde, ist wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen. Und mittlerweile, das ist traurig, aber wahr, sind die Gefahrenquellen, ob es jetzt Pestizide sind oder ob das jetzt Schwermetalle sind, vielleicht im Fisch, Mikroplastik haben wir schon erwähnt. Es gibt so viele Gefahrenquellen, wo man sich denkt, okay, man sollte wirklich die Fühler überall ausstrecken und versuchen, da noch einen guten Modus zu finden. Ohne sich wahnsinnig zu machen, oder? Weil ich kenne persönlich Leute und auch im Influencertum, die wieder zu neurotisch sind. Also neurotisch als Fachterminus. Neurotisch ist ein Persönlichkeitstrait, der einfach nur sagt, wie empfängnisbereit bist du für Gefahren. Und Leute, die höher sind, sind schneller mal, weißt du? Aber das ist irrsinnig, auch der Preis, den man zahlt dafür. Irrsinnig belastend. Jetzt stell dir mal vor, bei jedem Bissen, den du machst, hast du Angst, dass du dich vergiftest. Ja. Ja. Also man muss schon auch ein gewisses Grundvertrauen schaffen und auch ein Vertrauen darin entwickeln, das mache ich auch immer wieder, dass der Körper und unser Körper ist extrem intelligent und toll mit gewissen Belastungen noch umgehen kann. Ja. Ja, also wir werden schon ein gewisses Ausmaß an Mikroplastik und Schwermetallen verkraften. Ja. Und das Ziel, sich Schwermetall- und Mikroplastikfrei und pestizidfrei zu ernähren, ist wahrscheinlich leider utopisch. Ja. Und vielleicht muss es auch einfach gar nicht sein. Hormesis wird dir was sagen. Ja, das Prinzip absolut. Von das geringen Dosen etwas Schlechten uns widerstandsfähiger machen. Genau. Training am Ende des Tages. Training, oxidativer Stress, schlecht für uns, aber die lange Frist macht uns besser. Vor kurzem spannende, ich glaube, das war eine 15-year-long observational study, also über 15 Jahre haben sie Leute observiert und sie haben sich angeschaut, deren Pestizidresiduen im Körper und all-cause mortality und cardiovascular disease, also Gesamttodesursachen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was war das Verhältnis? Leute mit höheren Pestizidrisiken im Körper hat ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Interpretation ist jetzt natürlich offen. Haben die einfach mehr Obst und Gemüse gegessen? Genau. Oder haben die diese... Das war auch die Hypothese der Studie, glaube ich, dass die halt wahrscheinlich mehr Obst und Gemüse... Trotzdem absurd, weil du sagst, okay, Obst und Gemüse in rauen Mengen und du musst dann halt dann davon ausgehen, wenn es am Ende des Tages dazu führt, dass du lange lebst, okay, aber wenn das gleichzeitig damit einhergehen muss, dass du Pestizid belastet wird, und es ist zum Beispiel auch eine neue Studie rausgekommen, die das wieder thematisiert hat, Pestizidbelastung und Samenqualität zum Beispiel. Ja? Also möglicherweise lebst du länger, aber was ist denn, wenn du Vater werden willst und die Pestizide deine Samenqualität beeinträchtigen? Ja. Also, es ist schwierig, es ist echt schwierig geworden. Es sind so viele Faktoren, es sind so viele Dinge, die da herumschwirren, es ist nicht so ohne. Ja? Als allerletzten Punkt wahrscheinlich, also mir fällt noch spontan was ein, in die Ultra-Processed-Food-Richtung, da habe ich nämlich auch was Spannendes gelesen. Ich glaube, das war die amerikanische Lebensmittelindustrie, ich weiß nicht, ob es die FDA war, aber irgendein großes amerikanisches, ob es staatlicher Seite war, wie auch immer. Die haben geschaut, können sie eine gesunde... Also noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück. Warum sind Ultra-Processed Foods vermutlich nicht gut für uns? Mhm. Ich glaube, der momentane Stand ist weniger, es sind all die Inhaltsstoffe, die schlecht sind, sondern das sind einfach unglaublich schmackhafte, fast schon süchtig machende Lebensmittel, die dich dazu einladen, zu überkonsumieren.
Und dadurch Folge Übergewicht, Diabetes etc. Bin ich da noch richtig informiert, oder? Ich glaube, das ist unklar, was genau das Problem an dem ist. Also alles, was denaturiert wird und behandelt wurde, entspricht halt nicht mehr dem Natürlichen. Ja. Und wenn da Konservierungsstoffe verwendet werden, die jetzt weniger den Geschmack ausmachen, als halt das Produkt beeinflussen, ist das wahrscheinlich genauso schlecht, wie wenn da Dinge drin sind, die dich halt süchtig machen oder dir in dir ein Verlangen auslösen, mehr von diesen ungesunden Dingen zu essen. Ja, wahrscheinlich gebe ich dir recht, das sind da viele Faktoren, die reinspielen. Ich persönlich gehe immer davon aus, dass der Hauptpunkt ist, wir überkonsumieren dann einfach Mengen, die wir nicht brauchen, dadurch Übergewicht. Nichtsdestotrotz, die haben probiert, eine Diät, also eine Nahrungsmittel-Pattern, eine Ernährungsweise, auf die Beine zu stellen, und sie haben es geschafft, eine zu kreieren, die 91% ultra-processed Lebensmittel beinhaltet, aber trotzdem einen hohen Dietary Quality Score hat. Irgendwie, ich weiß nicht, gegen was sie es gebenchmarkt haben, aber da gibt es ja gewisse Kriterien, was ist die Ballaststoffmenge, was ist die Mikronährstoffmenge, was ist die Proteinmenge, und dadurch kann man einen Diet Quality Score ermitteln. Yeah. Und da haben sie es geschafft, 91% ultra-processed Lebensmittel und trotzdem ein sehr hoher, irgendwie von einem 0 bis 100 Index, über 80 oder so, also 80% healthy unter Anführungsstrichen. Was halten wir jetzt davon? Können wir sagen, gut, dass es sowas gibt, weil wir sind umgeben von ultra-processed food und im besten Fall würden wir Leute davon wegbringen, aber vielleicht ist es auch einfach unrealistisch, weil wir kämpfen gegen Giganten an, wir kämpfen gegen die Nahrungsmittelindustrie mit ihrem Werbungsbudget an und sehr schmackhaften Lebensmitteln. Also Gott sei Dank gibt es so etwas und wir können uns daran orientieren, oder sagen wir, hey, komplett falscher Ansatz. Wir sollten nicht denken, wie wir... Also ich glaube schon, dass es Sinn machen kann, Schaden zu begrenzen, weil es einfach viele Menschen gibt, die einen Lebensalltag haben und sagen, ich komme nicht zum Kochen oder ich kann nicht kochen und ich möchte und muss Fertiggerichte konsumieren und werde das auch nie ändern. Und da ist natürlich die Auswahlmöglichkeit eines, sagen wir mal, etwas weniger ungesunden Fertigprodukts schon von Vorteil. Klar, wäre es natürlich cool, wenn man sagt, wir bieten das gar nicht mehr an, weil dann haben die Leute nicht mehr die Option, das zu kaufen. Aber es ist natürlich für das ein oder andere Individuum dann schwierig. Gell? Also ich koche selber sehr, sehr gerne und sehr viel. Und mir macht das Spaß und ich investiere die Zeit gerne, aber es ist doch einiges an Zeit, dass man investiert. Wenn du wirklich gut kochen willst, gute Lebensmittel einkaufen willst, musst du mehrmals in der Woche wahrscheinlich einkaufen gehen. Du musst vorausplanen, du musst dir Zeit nehmen und, und. Also ich verstehe jeden, der sagt, boah, pass auf, schaffe ich nicht. Also es ist nicht so einfach, in die Praxis umzusetzen. Wünschenswert wäre es allemal. Und jetzt ist die Frage, sollten wir uns alle ein bisschen mehr am Ohrwascheln nehmen und eben die Zeit, die Planung investieren und das woanders wieder zurückstecken? Also einfach uns ein bisschen zusammenreißen oder hoffen wir auf Innovation und dass es, dass sonst die Probleme abgenommen werden. Ähnlich wie, schaue ich einfach jetzt ein bisschen mehr auf meinen Lebensstil oder werfe ich mir dann doch einfach das Sub? Weißt du, was ich meine? Also ich bin ein großer Fan von Back to the Roots. Verstehe aber auch Menschen, die sich Innovationen und eine Erleichterung des Lebensalltags wünschen, weil viele Menschen in dem, was sie im Lebensalltag so belastet, und wir haben alle unterschiedliche Schicksale, schon überfordert sind. Und wenn man solchen Überforderten, selbst wenn das der Gesundheit gut täte, dann auch noch sagt, pass auf, zu dem, was dich jetzt schon aus der Bahn wirft, gehst du jetzt bitte noch mehrmals in der Woche einkaufen und kochst jeden Tag frisch, 2-3 Mal täglich. Dann tust du denen wahrscheinlich mal aktuell zumindest auch nichts Gutes. Ja. Reduce it to the max. Aus irgendeinem Grund fühle ich das auch ganz stark in mir, dass einfach ein reduzierterer, simplerer Lebensstil, der sich auf die Fundamentals konzentriert, auf guten, gesunden Schlaf, der ist, was wahrscheinlich nicht so schwierig ist, schau, dass du Regelmäßigkeit hast, schau dein Licht und so weiter, ausbalancierte Ernährung, die für dich ausbalanciert sein muss, ein bisschen eine Bewegung und soziale Kontakte, das ist wahrscheinlich 80% des Ganzen. Ja, das ist halt immer die Frage, ist, jetzt wird ja zum Beispiel, ich habe das auch schon ausprobiert, habe da aber gar nichts gemerkt. Ja, Brillen verkauft, die Blaulicht filtern. Das ist ja auch sehr umstritten. Und das ist auch ein klassisches Beispiel. Ist es nicht klüger, man legt den Computer ab 19 oder 20 Uhr weg
Oder sagt man, nein, ich bleibe am Computer und setze mir dafür eine Brille auf, in der Hoffnung, die filtert das Licht, das meinen Schlaf stört. Ja. Aber schau, das ist ja genau die Repräsentation dieses Mindset, was ich meine, was ich glaube, was nicht gut ist. Dieses I can have my cake and eat it too. Mhm. Wenn ich den Computer wegklicke, habe ich eine Mannigfaltigkeit an Vorteilen. Ich habe nicht den Stress-Input, dass ich vielleicht noch eine Mail sehe oder dass ich mit Entertainment vollgeballert bin. Das Licht fällt auch weg. Ich verbringe die Zeit stattdessen vielleicht mit was zu lesen oder meiner Familie. Aber ich will alles haben. Ich will meinen Computer haben und ich will das Licht nicht haben, weißt du? Ich will einen Hack, der mir beides erlaubt, anstatt zu sagen, nein, den Computer, den darf ich jetzt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, jetzt abschließend, dass manche Menschen sich nicht mit sich und ihrem Leben beschäftigen wollen, sondern einfach permanent abgelenkt werden wollen. Und wenn man dann mal zur Ruhe kommt und in sich gehen würde, kommt man vielleicht auf Dinge drauf, auf die viele gar nicht drauf kommen wollen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum wir alle oder viele zumindest nach Hacks suchen und alles so lassen, wie es ist, weil da wenig Zeit bleibt für das Individuum, über das Leben nachzudenken. Mit diesen Worten, Damen und Herren, Dr. Christian Mattei, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dankeschön.